Moin Moin YouTube, herzlich willkommen zum Spieltag Nummer 10, glaube ich. Ja. Mittlerweile in der GYL Tier 1 Format, heute gegen Chiok LP, beziehungsweise Squamato von Chiok LP. Ja. Hallöchen. Und ja, ich bin schon gespannt, was du so spielst und ja, möge das Spiel losgehen, möge es ein spaßiges Spiel werden und nicht, dass wir beide einfach wegbricken. Das war mein letztes Tier 1 Match. Spaß. Ja, dafür spielt man noch Tier 1, um dann zu bricken. Ja, genau. So. Okidoki. Mal gucken. Soundeffekte an, weil ich so intelligent bin und das natürlich vorher nicht gemacht habe. So, und jetzt kann ich auch schon was auswählen. Oh, cool. Schade. Ich möchte normalerweise anfangen. Bin mal gespannt, wie meine Hand aussieht. Okay, dann spielst du. Okay, du spielst keine Domain-Monarchen. Hinweis okay. Die erste. Diese Hand ist mehr als interessant. Sagen wir es mal so. Meine Hand ist okay bis gut. Okay, das kann man. Boah, kann man das fixen irgendwie? Moment. Das. Oh, das ist ja auch absolut hässlich. Das ist absolut hässlich. Ah, Gott. Fuck. Oh Gott, diese Hand. Oh Mann. Set. Set go. Activate. Oh. Okay. Ich habe zwar ein bisschen Play, aber das Play, was ich da so habe, ist nicht fantastic. Daher machen wir es langsam. Okay, was für ein Hinweis gibt mir das jetzt? Was ist deine Setkarte? Ich würde sagen, 90% Wahrscheinlichkeit MST. Nein, na, wenn es eine Staubtornade ist. Entweder es ist ein Bluff oder ein MST. Ich leg mich mal fest. Bluff oder MST? Staubtornade. Staubtornade. MST / MST ähnliche Karte. Aber wir werden es gleich sehen. Magical Abductor. Oh, der wird, okay. Wenn ein MST liegt, stirbt er. Das ist interessant. Terraforming? Okay. Okay, da hat jemand auf jeden Fall den besseren Start. Ja. Sagen wir es mal so. Die Hand wäre noch nicht mal so broken gewesen, wenn nicht das, was gerade eben nachgekommen ist, nachgekommen wäre. fuck. Ich habe mein Fenster aus Versehen so gelegt, dass Skype-Benachrichtigungen drin eingeblendet werden. Wenigstens nur ganz rechts unten. Okay, dann du in die Scale. Okay. Sieht ja nach Play aus. Perfekt, ich suche noch. Kein MST. Also ich bin mir zu 95% sicher, dass er jetzt gekommen wäre. Was suche ich mir denn? Das war jetzt eigentlich fast nicht geplant, dass das durchgeht. Also von meiner Seite aus war alles hier nicht geplant, weißt du? Okay, ich muss mir... Was suche ich denn? Ich suche mir mal den Joker. Sieht ja interessant aus. So, nächster Versuch. Geht das durch? Sicher doch. Prächtig. Wunderherrlich. Wunderprächtig. Einmal das. Activate. Damals wäre jetzt das Wavering Eis gekommen, und zwar genau jetzt. Oder du pendelst jetzt einfach 5 in Strike rein und weinst. Das wäre halt lustig, ne? Vor allem, weil du mir gestern gesagt hast, dass du deinen Decks immer eine persönliche Note gibst und das deswegen halt durchaus sein könnte, dass du da einen random Strike reingetan hast. Erstmal so. Okay. Ja, den Clown, den strike ich doch nicht. Pendulum Sorcerer. Spielst du ja eigentlich das Deck, was mein Kollege Slash auch auf der EM gespielt hat und 0-4 dann ausgestiegen ist? Läuft bei dir anscheinend besser. Der hat auch mit Abductor gespielt und den ganzen guten Stuff. Okay. YOLO.
Das ist fein. Okay, wenn du jetzt wirklich den Strike gehabt hättest, dann wäre ich zumindest, sagen wir, verwundert gewesen. Nein, ich spiele hier keine guten Karten. Ich spiele hier nur Stuff und Things. Was will ich jetzt eigentlich umschießen? Ich denke, ich schieße mal das und... Was hattest du dir eigentlich hinzugefügt? Ich denke, ich habe mir den Skullcrobit gesucht. Ich hatte mir den Skullcrobit gesucht. Ach so. Ich denke, ich schieße das und dann wahrscheinlich noch den Kollegen. Okay, tschüss, Sorcerer. Mal das Affenbredel und Das Affenmädel? Affenbredel. Ach so, okay. Das Affenmädel, so what the hell. Und den Dude hier. Das sind echt ein paar Dudes. Ja, krass, ne? Die sind ja schon krass, ne? So. Ach, noch eine. Ja. Das ist natürlich ein bisschen so. So, warum bist du once per turn? Okay. Und dann. Angriff? Das sind 2, 5, 1, 8. Das Ding hast du auch noch. Das wären 4, 3. Wäre theoretisch OTK. Ist theoretisch 8, 1, oder? Wenn ich richtig das richtig sehe. Ich glaube, das sehe ich richtig. Ich mach's irgendwie ultra nervös, was du da jetzt hast. Na? Vor allem, weil... Jump Blocker habe ich immer dabei. Okay. Das Draco Face-Off, okay. Draco Face-Off. Jump Blocker, hast du mal Magic gespielt? Nö. Okay. Ist natürlich in Ordnung. Ja, gut. Es ist ja wurscht. In dem Fall wären sowieso beide aufs Extra-Deck gegangen. Nein, ich möchte nicht in die freaking Pendelzone das Ding legen. Bist du bescheuert? Das wäre halt lustig gewesen. Ja. Guck mal, das wäre GG gewesen. Das wäre GG gewesen. Oh, er will bouncen. Ah, das geht ja auch. Ist ja immer noch GG. Na denn? Ich dachte mir gerade, warte mal, da war doch was. Ja, genau, du hast das Play auch noch. Ja gut, meine Hand war nicht wirklich spielbar, muss ich sagen. Keine Scales zum vernünftig pendeln. Und hier sehen wir mal ein unglaublich intensives Yu-Gi-Oh!-Duell. Ja, was board ich denn gegen dich? Erstmal kurz Replay speichern. Warum habe ich noch das alte Side-Deck hier? Aber das neue Main-Deck, das macht keinen Sinn. So. Speichern. Okay, was board ich denn gegen sowas? Ich denke, ich boarde das da... Das da und das da. Warte mal, ich gehe second, ne? Das heißt, dann will ich das da gar nicht. Was will ich denn dann noch nicht? Das da will ich definitiv. Wen von beiden? Dann will ich das da vermutlich noch nicht. Dann denke ich, will ich das nicht. Dann will ich vielleicht auch das nicht. Das kann, glaube ich, okay sein. Ich denke, eigentlich, dass das eigentlich auch irrelevant. Dann tue ich. Ich glaube, ich lasse das so. Dann, ich glaube, ich werde super wegbricken. Dann wieder. Mache ich das mal so. Moment mal, warum habe ich jetzt einen davon drin? Das macht keinen Sinn. Oder so? Oh, wie ungesprächig ich heute bin, wenn ich gegen die spiele. Sonst labere ich viel mehr ins Mikro. Nee, ich lass das mal so.
Wir probieren es mal aus. Ja, ich probiere es mal so. So. Glaube ich, dass du wegbrickst da vorne, die heftig hart an der Upbricks oder nicht? Wie viel vertraust du meinen Deckbaufähigkeiten? Das hat ja damit nichts zu tun, ist ja Glück. Okay. Gut, dass ich nicht komplett auf Second Gen committed habe. Okay. Abductor. Upstart? Upstart. Timeout. Mhm. Ah, guck mal, er hat schon wieder die Combos. Combos. Er hat alle Combos der Welt. Was suche ich denn? Das weiß ich nicht. Ich auch nicht. Dann sind wir schon zwei. Ich denke... Also bin ich. Sehr schön. Ich denke, ich suche mir hier den Bunbuku. Mhm. Gleich ab in die Scale damit, oder was? Normalbeschwörung. Ich würde mir gerne mal ein Unicorn suchen, weil ich gehört habe, dass Unicorn eine gute Karte ist. Kommt drauf an. Also habe ich, mir sagen lassen, dass das eine gute Karte ist. Wie ist das, wenn zwei Unicorns auf dem Feld sind? Dann haben sie Spaß miteinander. Sie können sich gegenseitig nicht wählen, also von daher... Ja, deswegen haben sie sehr viel Spaß miteinander. So. Scale. Scale. Okay, das ist ein interessantes Scale, eine High Scale. Also gleich vier Unicorns aufs Feld oder was? Pendel 1? Gefühlt. Nö. Oder ein Pendeldrachen noch. Nur das. Achso, okay. Endphase. Ja, da ich dich im ersten Zug nicht töten kann, versuche ich mich hier auf ein Setup-Play zu konzentrieren. Okay. Dann suche ich mir jetzt mal... Das ist legit. Dann suche ich mir, denke ich mal, das Affenbredel. Mhm. Okay. Also ich habe ein halbes Nein auf dem Board und eine halbe Skala und eine Sky Arc. Ja doch, ich habe ein bisschen was. Wir spielen mal aus. Ich glaube euch beide. Scale, Wavering, Eis. Ach, warte mal. Einmal die. Ouch. Einmal die. Okay. Pendulum. Okay. So, die Frage ist, wie gehe ich hier vor? Ich will dich eigentlich behalten. Ich kann dich ausspielen. Gegen Kirin ist schwierig. Ach, ehrlich? Deswegen habe ich ihn ja gesucht. Ja, yeah. Ist ja nicht so, als ob ich 3 spielen würde, nein. Ja gut, ich spiele quasi 6 und mit Abductor kann ich auch nochmal suchen. Also ich nehme an, du spielst auch 6, ne? Also 3 Bumbukus, 3 Kirin. Nein, ich spiele keine Bumbukus. Ah, ja gut, dann darfst du dich auch nicht beschweren, wenn du es nicht ziehst. Ja, ist okay. Na, willst du Wizard bouncen? Dann würdest du nur eine Search kriegen. Du hast gependelt, nicht genormelt. Ja. Dann werde ich jetzt damit rechnen können. Yep.
Los, gib ihm auf die Hand zurück. Nein. Doch. Wenn ich den nächsten bouncen kann, reicht das doch. Die Tadel. Okay. Nein, ich will sie rechts haben. Warum spielst du sie links aus? Camper. Oh ja, ich möchte unbedingt das machen. Unbedingt den Effekt benutzen. Ah. Das ist eine solide Karte. Großsauger. Interesting. Ja, ich habe gehört, Affenbredel kaputt zu machen ist immer eine gute Idee. Okay, kann man machen. So, dann hat er noch Kirin und Bumbuku. Deswegen kann ich das machen. Du hast nichts gesearchtes. Du hast nur zwei Karten, die ich nicht kenne. Die eine, die du vorher nicht hergependelt hast. Und die andere, ja, okay. Ja, gut, das war klar, dass das passiert. Ganz blöd ist man dann halt auch nicht, ne? Ja, alles Manifest 1 machen am besten. Sky Arc. Okay. Darf ich auch mal? Ist komplett okay. Ja. Ja. So. Ich habe gehört, Ignista ist jetzt nicht so solide. Und auch nicht dein Nostar. Was kann er nochmal genau? Mich vom OTK schützen. Ja, ja. Mir gefällt meine Hand sehr. Ich hätte jetzt auch den hier ausspielen können an meine Zuschauer, aber yeah. Ich denke, ich bounce dir trotzdem End of Turn nochmal den Master wieder auf die Hand. Master Blaster. Okay. Du hast jetzt Döner mit Salat und alles, also ich bin raus. Die Frage daher ist jetzt, ob ich es schaffe, dich umzulegen. Sicherlich. Die Sache ist nämlich, ich kann dieses Deck nicht spielen. Cool. Ich kann mein Deck spielen, aber naja. Also das heißt, ich habe diese Liste noch nie so gespielt. Natürlich habe ich schon Pendel gespielt. Ich habe auch damals Full Force Pepe besessen. Wirklich besessen. Ah. Du warst besessen davon? Nein, ich habe das Deck besessen. Und ich gehe jetzt mal auf den Stück. Oh Mann, das wird ein leckeres 0-2 für mich heute. Ich konnte nicht mehr zeigen, was ich sonst noch so spiele. Das ist schade. Warte mal, bist du tot? Natürlich bin ich tot. Normal schon, ne? Das ist nicht normal, ich bin locker tot. Das und das. Wenn du das jetzt nicht hinkriegst, dann ist es ganz schön bitter. Ja, das sollte ja mehr als reichen. Volle mit dem Odd Eyes. Double Damage? Yeah. Easy, hab ich gehört. Ja. Angriff? Du kannst an den Kollegen nochmal rein specialen. Ergo. Ja gut, das ist eigentlich scheißegal. Du specialst ihn rein und ich bounce irgendwas. Dann greife ich einfach mal mit dem an. Einer der Orders hat schon angegriffen, ne? Ja. Er sollte auch trotzdem reichen, oder nicht? Normal schon.
Ja. Also nein, es wird nicht reichen, aber doch, das reicht natürlich. Weil warum reicht das nicht? Ja, natürlich reicht das. Du hast noch freaking Unicorn und sowieso schon ja. genug Attack. Abgesehen davon, dass ich erst noch das hier machen kann. Ja. Natürlich nochmal den Angriff deklarieren. Ich muss den Angriff nochmal deklarieren. Ja, in Reaktion darauf weiß, bounce Replay. Und dann nochmal. Naja, korrekterweise ist es nicht Angriff deklarieren, sondern einfach das Ziel nochmal wählen. Die Angriffsdeklaration ist schon vorbei. Ja, also. Nennt sich Replay. Aber auch wenn ich jetzt das Unicorn nicht gehabt hätte, hätte ich dem Main 2 trotzdem noch den Red Ass Flare Metal Dragon gebaut. Und. Ach, du spielst 7er, ja. Ich hab meine Version gespielt von der Europameisterschaft und die spielt halt mit Ritualen drin, aber die ja. und dann hab ich nicht spielen können. Dann habe ich halt gedacht, okay, komm, dann gehe ich noch auf den Red Ice Flare Metal und dann musst du halt mal gucken, wie du mit Effekten klarkommst, ne? Ja. So, ich würde gerne aktivieren 500 Schaden, ich würde gerne nochmal 500 Schaden. So. Nee, ich bin zu nichts gekommen. Meine Hände waren so, okay, yeah. Also, ich hätte dir gern schon Amor-Faktor mal gegeben, damit du keine Mainphase 1 hast. Also, aber darf ich ja nicht. Yeah. Oder halt Dings zu machen, wie heißt der? Chaos Max Dragon, da kann Kirin dann auch mal nach Hause gehen. Also, ich muss ehrlich zugeben, die Liste war natürlich zu 100% genetdeckt. Ich habe schlicht und einfach, weil ich, es war halt einfach okay, ich will Pendel spielen, was nehme ich? Und ich habe einfach mir dann die Liste von Joshua Schmidt genommen. Weil mir die am meisten zugesagt hat. Ich habe dann mir noch ein paar andere Pendellisten angeschaut, aber die von Joshua fand ich am besten, weil die ist einfach am meisten, weil die ist einfach nur darauf gebaut, ich will was machen können. Und ja, passt mein Problem schon. War halt, du hast beide Games mit Abductor und Terraforming angefangen. Ja, das war natürlich total broken. Das ist natürlich der beste Opener, den man im Deck hat, weil ansonsten brickt ja halt auch gerne das Deck halt ohne Terraforming. Abductor ist brutal OP. Ja. Ah, ich spiele halt auch 3 Terraforming auf 3 Sky Iris, also wirklich 6-mal Sky im Deck. Ich habe mir überlegt, Secret Village reinzutun. Das hätte ich. Meine Kollegen haben Necro Valley stattdessen gespielt. Ja. Als drittes Target. Ich habe. Oder als viertes, je nachdem, wie man Bock hat. Ja, ich will halt die Sky Arc unbedingt sehen. Ja, natürlich, aber du kannst halt noch ein weiteres Target haben, dann hast Necro Valley, was auch noch wenigstens Stun, noch extra Stun gibt gegen die Gegner, weil dich interessiert Friedhof ja gar nicht. Ja. So, aber ich kann das nicht spielen, weil ich meine Rituale halt aus dem Grave und aus der Hand specialen kann. Und Instant Fusion Spiel. Die natürlich Starthand hatte, Game 1, die natürlich super sexy ist, Starthand. Wie heißt das? True Drake Awakening drin, oder? Nein. Nicht? Nö. Schade. Wozu? Ich spiel halt, ich weiß ja nicht, du kennst ja den Deckbush wahrscheinlich nicht, mit Paladin von Felgrand. Mit dem kannst du direkt den Amor-Faktor ausrüsten, ihn mit der Sky Irish schießen, kriegst direkt Double Scale ran, hast plus 2 gemacht mit den beiden Karten. Auf ein Normal Summon. Aber natürlich habe ich die Combo halt nicht hingekriegt. Also ich würde zumindest fürs Mirror Match Draco Face of Sion, nicht Draco Face of True Draco Awakening. Weil ich meine, das wäre ja wieder ein Brick gewesen. Alle Karten ins Deck zu mischen ist schon geil. Ist schon echt, das ist ja, schon Zucker. Ja, aber das hätte ich nicht gezündet bekommen, weil du beide Games Kirin hattest. Natürlich, Kirin ist ein Arsch. Und ich konnte halt nicht 4 pendeln, weil ich hatte einen Odd Ace in meiner Hand, der natürlich super lecker ist. Ja. Gut. Dann. Naja gut, ich hoffe, das hat den Zuschauern gefallen, das kleine 0-2, quick and dirty. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Quasi. Das waren 5 Züge insgesamt, glaube ich. Ja, kurz und schmerzvoll. Genau, und ich wünsche den Leuten noch viel Spaß bei den anderen Videos, die heute noch kommen. Und bei unserem Neuliga-Einsteiger TCG Atzenjens, der hoffentlich dann heute mitspielt. Ich denke mal schon. Müsste. Der übernimmt für Nightmare Games. Und das war's dann hier von unserer Seite und wir wünschen euch viel Spaß bei den anderen Duellen. Bis dahin. Tschüssi. Ciao.